Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, in unserer heutigen Folge gibt es eine gute und eine weniger gute Vermittlungsnachricht. Das vor einer Woche vorgestellte getigerte Katerchen, welches ehrenamtliche Tierheimmitarbeiter in einem Graben nahe der Arche gefunden haben, hat schon ein neues Zuhause gefunden. Doch für die ebenfalls vor einer Woche vorgestellte Fundkatze aus Ortruf hat sich kein Besitzer gemeldet. Nun wartet auch diese dreifarbige Glückskatze auf sein großes Glück mit neuen Katzenfreunden. Nun stellen wir den armen, traurigen Dackelmischling Paul vor. Pauls schöne Hundewelt ist weggebrochen, weil sein Herrchen sich nicht mehr um ihn kümmern kann. Wer sich in solch ein Schicksal einfühlen kann, weiß, wie es Herrchen und Hund jetzt geht. Leider passieren diese Schicksale aber immer wieder im Zusammenleben von Mensch und Tier. Deshalb ist es gut, dass es den Tierschutz gibt und Paul dort eine Zwischenstation gefunden hat. Auch der kleine Paul ist nicht mehr der Jüngste mit seinen 17 Jahren. Auch er hat schon dieses und jenes Wehwehchen, das behandelt werden muss. Da man in der Arche Noah aus Erfahrung weiß, dass die Vermittlung für Paul schwierig werden kann, sucht das Tierheim für ihn eine Pflegestelle. Das heißt, wer Paul zu sich nimmt und ihm einen geborgenen, schönen Lebensabend schenken möchte, wird vom Tierheim unterstützt. Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg weiß, dass es immer Menschen mit einem mitfühlenden Herz für solch traurige alte Tiere gibt. Der kleine Paul ist in seiner jetzigen Situation auch nicht immer ganz einfach. Wenn er etwas nicht möchte, schnappt er auch manchmal zu. Unsicherheit und Angst in der neuen Situation kommen so zum Ausdruck und Dackel haben eben ihren Kopf. Er hat noch niemanden verletzt und will dies sicher auch nicht. Sein Alter ist Paul noch sehr gut unterwegs, geht gern spazieren und liebt es, ein Leckerli zu bekommen. Auch Streicheleinheiten und die Nähe zu Menschen genießt er. Paul hat in einer Wohnung gelebt und ist natürlich stubenrein. Vor vielen Jahren wurde der Mischling von seinem Herrchen aus dem Tierheim geholt. Nun hoffen alle Mitarbeiter, dass Paulchen seinen Lebensabend nicht im Tierheim verbringen muss. Denn bei aller Zuneigung und Betreuung können die Mitarbeiter und Ehrenamtler dem Hunderentner Paul nicht die Geborgenheit einer beständigen Bezugsperson geben. Eine Familie mit Kindern wäre für ihn nicht geeignet, sagt seine Pflegerin Annika Kleenhammer.